Dach. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Es ist unten. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter. Danke, jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Dach. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Ach, das ist ja toll. Das ist aber nett. Dankeschön. Verdammt. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter. Wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Los. Hol dir schnell eine Waffe. Von wo? Von wo? Gib mir eine Waffe. Gib mir doch mal jemand eine Waffe. Eine Waffe. Ah. Verdammt. So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Verdammt. Von wo kommen sie jetzt? Da sind sie! Okay, der kommt damit zurecht. Ich lade nach. Ich habe einen Schuss abgefeuert. Ich lade erstmal nach. Da. Okay. Lade nach! Kacke! Geh weg! Ich kann nicht leiden. Was machst du da eigentlich? Da! Da ist ein Gegner! Oh Mist. Ziel auch wie der letzte Mensch. Das ist mal wieder typisch ich. Okay. Geh weg. Ich sagte, geh weg. Pennervieh. Bist du okay? Ich weiß es nicht. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom.
Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Ich verstehe! Aber schrei mich nicht so an! Arthur war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Liga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Vergiss nicht, was? Was ich nicht vergessen? Machen aber auch einen Krach hier, meine Güte. Okay, machen wir mal hier das Licht aus. Man muss ja hier nicht mehr Strom verschwenden, als man sowieso schon hat, ne? So, oder gibt's hier vielleicht noch irgendwie was Wichtiges hier? Das hier sind ja diese komischen New York-Bilder hier. Das eine ist ja hier das von Hunter. Doch warum sammeln wir diese Bilder von New York, wenn wir doch... Oder halt auch hier von... Ich glaube, das hier ist der Big Ben von London. Bin mir auch nicht ganz sicher. Hier auch Pariser Eiffelturm. Also sammeln wir wohl generell von Bilder von, ja, ich sag mal, der alten Welt vor irgendeiner Apokalypse. Aber die Frage ist ja auch, was hat diese Apokalypse überhaupt ausgelöst und so. Hey! Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Okay. Mich wundert so ein bisschen, dass manchmal einfach kein Untertitel da ist. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Ja, bist du sicher, dass du es nicht bereust? Auch Musik ist eher selten. Da muss man dafür also mit Munition bezahlen, ja? Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht verdammt, so wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Deine Ecke eine... War es eine Daila Leica? Oder so ähnlich? Eine dreieckige Gitarre halt? Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding so hieß. Ah, nein! Oh, Scheiße. Ein Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Okay, warum dauert das alles noch 50 Jahre? Und da kommt der große Typ also rüber und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Yeah, bester Anspruch ever. Okay, halte M gedrückt, um dein Journal ein- und auszublenden. Ah, okay. Eine grüne Pfeil soll mir jetzt zeigen, wo ich lang soll, oder? Ah, guck mal. Jetzt habe ich auch ein mächtiges Feuerzeug in Form einer Patrone. Interessant, interessant.
Fleisch. We need more Fleisch. Hoffentlich kein Menschenfleisch. Niemand zu Hause. Ach so. Okay, gut. Kann ich nochmal anklopfen? Nein. Überall Dreck. Nur Dreck. Leute sind Dreck. Wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter. Überall. Das weiß man ja. Ist ja nichts Neues. Na, dann bist du scheiße, okay. Wer ist da? Und scherz dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Du bist es, Archer. Ich bin es. Und wer bist du? Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Okay. Ich wollte auch gar nicht stören, ich konnte da nur E drücken. Das heißt, hau ab bitte. Artyom. Na gut. Alter, hab ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? Es macht keinen Spaß, über einer die zu suchen. Ich mach mir das solches auf. Okay, Papa, tut mir leid. Okay, und hier sind wohl alles Menschen, die irgendwie mehr oder weniger kurz davor bereit sind, irgendwie in den Schlacht zu gehen oder was? Oder auf Wache oder keine Ahnung. Bitte, mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Was willst du mit Patronen? Dadurch heilst du ihn nicht, aber okay. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ich weiß zwar nicht, wie Patronen jetzt ihm helfen, aber vielleicht kannst du da Medizin kaufen. Okay. Aha. Aber die kann ich jetzt kaufen, ja? Ich kann da Sachen anpassen. Aha. Für den Lauf, für die Zieloptik. Interessant. Würde mich 25 Moon kosten. Ich lasse es erstmal. Wer weiß, wie viel Munition ich überhaupt noch finde und so, ne? Deswegen, wir belassen es mal dabei. Also ein Markt. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Okay. Was kann ich hier eintauschen? Guten Tag. Die Militärpatronen können Sie an Wechselstuben benutzen, um weitere Munition für Ihre Waffen zu kaufen. Ah, okay. Okay. Weiß Bescheid. Also es ist Militärpatronen, ja? Hey! Ich bin's. Du bist es, lass mich etwas ausruhen, ja? Die wollen alle schlafen. Die sind, müssen alle bald auf Wache. Na gut, macht Sinn, wenn eh schon keiner mehr da ist. Guten Tag. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Ist ja schon gut, ich gehe ja schon. Keine Ahnung, was da steht. Ich kann kein Russisch. Manchmal. Also Russisch ist eine der Sprachen, die ich gerne können würde. Aber ich kann es nicht. Es scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Du hast zwei Hände, hast einen Kopf, hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Okay. So, was ist hier los? Kriege ich irgendwo meine Waffen oder so? Guten Tag. Artyom, brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Aha, aha, ich nehme die mal, ne? Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Sehr gerne. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Das finde ich super. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder noch schlimmer, an die Oberfläche. Ja, die böse, böse Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Ja, den Fall werde ich brauchen. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Okay. Na, wenn du das sagst. So. Mal sehen, ob ich da die 10 treffe. Tatsächlich. Aber zielen kann ich. Oh, sieht gut aus. Was kann ich hier noch abschießen? Hier den. Das Ding.
Zack. Zack. Einfach mal alles abschießen hier. Ich krieg bestimmt auch neue Munition. Also ich muss mich auf jeden Fall dran gewöhnen, halt nicht irgendwie zu lang zu drücken, sondern halt kurze Feuerstöße abzugeben, um Munition wahrscheinlich zu sparen.